Habe mich schon mit Religion sehr, sehr früh in meinem Leben befasst. Sehr, sehr früh. Mit 14, 15 fing es bei mir an. Ich bin auch bei so einer Pfarrersfamilie aufgewachsen, teilweise. Krass. Naja. Und Warst du immer, also oft in der Kirche auch und so, oder was? ja, aber die. Bist du katholisch geboren? Nee, ich bin als gar nichts geboren. Als einfach so. Heide, sagt man. Ne? Und ich bin als Heide geboren, sagt man. Ne? Heide? Ich glaube, Heide, Ich sagt man. glaube, weiß ich nicht genau. Und. Ja, ich habe. Mit Hast du die Religion sehr. Serie Messiah gesehen? Nee. Auf Netflix? Nee. Nee? Ja. Crazy, Bro. Ja? Musst du dir mal reinziehen. Doku oder Serie? Das ist eine Serie. Ah, Das ist quasi so das Szenario, ist, das ist quasi ein Neuzeitpropheten. Da kommt ein quasi ein Neuzeitprophet, der gesandt wird und der ist, der vereint quasi alle Religionen und alle Völker in einer Person. So, weißt du, der sagt, ey, jetzt ist die Zeit gekommen, alle Religionen von gestern sind vorbei, ich bin jetzt der Neue, so, ja. und ihr müsst mir jetzt folgen, weil die alte Zeit ist vorbei, die Neuzeit beginnt jetzt so. Ah, geil. Krasses Ding. Krasse Krass. Serie. Und so. Schade, dass du es nicht guckst, sonst hätte ich dich mal gefragt, ob du dir vorstellen könntest, dass sowas nochmal passiert, Digga. Das ist nochmal Ach, mit Leben und Tod und Religion und ist die Erde flach und ist der Mond weit weg oder nicht? Und ganz im Ernst, Ja, sagt okay, ja, du hast jetzt schon viele Themen in einen Topf reingeschmissen, die jetzt Nein, nicht Bro, so. Leute, am Ende des Tages geht es darum, woran glauben Leute, woran halten sich Leute fest, damit sie keine Angst haben? Und jeder hat da für sich sein Konzept. Am Ende geht es darum, der Mensch hat Angst vom Tod. Es gibt auch Völker oder es gibt auch Religionen, wo die nicht so eine Angst davor haben. Ich finde das viel Wo interessanter. der Tod das nächste Level ist. Ja, genau. So, jedes Mal, wenn ich halt glaube, ich müsste an irgendwas glauben, weil ich Angst vom Tod habe, dann ist es auch wieder für mich so ein Mittel zum Zweck. Deswegen, ich weiß, so, dass es mir im Leben immer besser ging, wenn ich irgendwie eine Connection zu Gott hatte. Das habe ich halt gemerkt, aus so Learning by Doing, so, ja, so. Und ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich will aber nicht sterben, weil mein Leben gut ist. So. Aber ich habe keine Angst. So, man fragt sich manchmal, wie stirbt man und so. Wie hast du den Zugang, aber was mich mal interessieren würde, jetzt nur ganz kurz, ist, wie du den Zugang zu Gott gefunden hast. So. Oder war der von Anfang an da? Ja, ich habe Weil ich schon habe den sehr, ja ich hab spät sehr gefunden, zum früh, Beispiel. ich hab sehr früh als Jugendlicher halt darüber nachgedacht und habe sehr früh durch diese Pfarrersfamilie, die mich halt aufgezogen hat, teilweise weil meine Mutter halt, oder weil meine, ich hab halt ganz früh gemerkt, dass die Familie, die sozusagen kirchlich geprägt ist, irgendwie, wenn ich bei denen in die Wohnung gegangen bin, war das ein besseres Gefühl als in meiner eigenen Wohnung bei meiner Mutter. Krass. Und das war eigentlich alles, war ein Gefühl. Das war ein Gefühl. Und dadurch, Spirituell, und ne? dadurch, ja genau, dadurch habe ich halt gemerkt, okay, das scheint da was dran zu sein. So. Und dann habe ich auch die Leute in der Kirche kennengelernt und hin und her. Aber ich hab nie Bock auf das Konzept gehabt. Also ich habe nicht die Bibel krass gelesen, ich habe auch nicht den Koran krass gelesen, ich habe auch nicht krass was von, ich halte auch nicht viel von Gemeinden, weil in diesen Gemeinden geben dann wieder Menschen den Ton an und jeder macht seine Gemeinde so ein bisschen wie er will und so. Ich glaube auch nicht daran, dass die Leute, dass das Konzept Religion, dass die das schaffen, dass die das eine reine Wort Gottes so alle gemeinsam wiedergeben können, sondern es macht immer jeder seine Filme draus. Ne? Es ist aber auch meiner Meinung nach ein spirituelles Ding, was du alleine mit Gott hast. Genau. Deswegen bin ich voll da. Deswegen habe ich schon mir alles als Jugendlicher, als kleines Kind, habe ich schon ganz früh gemerkt, das ist eigentlich, geht eigentlich nur, hat nur was mit dir und der Angst zu tun und mit dir oder mit dir und der Liebe oder mit dir und deiner Art, wie du durch die Welt gehst. Und deswegen bin ich halt auch so frei von diesen gesellschaftlichen Sachen, die Leute denken, dass sie die machen müssen, weil sie Angst haben vor sozialer Ausgrenzung. Ich habe halt gar keinen Vertrag mit gar nichts. Wenn ich, sogar wenn ich jahrelang eine gute Frau hatte oder sowas, so, du weißt ja, Frauen sagen, also jeder Mensch, mit dem du bist, der will ja dann irgendwann dieses Konzept haben. Ja, jetzt braucht man das Kind, jetzt braucht man das Haus, jetzt braucht man die Rentenvorsorge, jetzt braucht man das und so. Ich habe damit überhaupt keinen Vertrag, mit nichts. Ich muss nichts machen, mir ist es alles egal, ich mache das, was mir Spaß macht. Ich habe vor nichts Angst, ich habe klammer mich auch nicht an Geld. Ich will viel Geld machen, weil die Welt so funktioniert. Dagegen kann ich mich ja nicht wehren. Ihr könnt ja auch in den Wald ziehen und könnte dann da mit den Tieren leben und diese Aussteigerfilme fahren so. Aber dafür liebe ich halt Klamotten und Geld ausgeben. Ich mag den Drive dahinter. So, und darum mache ich das. Aber ich will nicht sparen und mir Immobilien kaufen und mein Geld vermehren. Hast du schon mal übermenschliche Erlebnisse gehabt, Bro? Wo du gesagt Ja, hast, sehr Bro, früh das als Kind. Auch sehr früh als kann Kind. nicht, ist nicht, ist, das muss über, dann muss irgendwas Höheres im Spiel sein. Na, mein ganzes Leben war immer gelenkt davon. Ich bin ins Heim gekommen unter dem, also ich bin, bin durch, durch, durch dadurch, dass meine Mutter mir Medikamente gegeben hat, bin ich in die Nervenklinik gekommen. Dadurch, dass ich in die Nervenklinik gekommen bin, bin ich ins Heim gekommen. Dadurch, dass ich ins Heim gekommen bin, habe ich aber Bushido kennengelernt. Dadurch, dass ich Bushido kennengelernt habe, habe ich zur Musik gefunden. Und dadurch hatte ich mein, also weißt du, das Leben ist ganz tief gegangen, um halt ganz hoch zu kommen.
Und dieser turbulente Weg, der hat mir das ja gezeigt, dass es immer, dass du gehst um die nächste Ecke und denkst vielleicht, boah, das ist gerade voll scheiße, aber das hat alles, der liebe Gott hat einen Plan für dich, so nach dem Motto, ja. Du musst halt echt nur dranbleiben. Mhm. Mal dein Ding machen und nicht stehen bleiben und nicht Drogen nehmen und dich nicht ficken und dich kaputt machen, weil dann geht ja dein Fundament, dein Grundfundament, deine Substanz und dein Geist, wenn du den benebelst, dann bist du nicht fähig dazu, einfach zu delivern, ja, so. Und wenn du nicht abliefern kannst, dann kannst du auch nicht Sachen vom Leben erwarten. Verstehst du? Die kann man, wenn man dir den Ball zuschmeißt, musst du ihn auch fangen können. So, wenn du in dem Augenblick fett bist oder besoffen bist und so, dann ist es schwer, den Ball zu fangen. So. Und das kann im Leben vielleicht nur 3-4 Mal passieren. Leute denken, dass es immer wieder passiert. Es passiert im Leben 3-4 Mal. Und ich glaube an diese Schicksals, an diese Abzweigung im Leben, dass du die nutzen kannst. So, und ich glaube halt, dass wenn du manchmal einfach dastehst und wartest und bereit bist, dann kann es passieren. Wenn du aber die ganze Zeit von A nach B rennst und abgelenkt bist und fett bist und sowas, dann kann der liebe Gott dir 100 Gelegenheiten geben und du wirst sie nicht nutzen. Ah. Ja, und deswegen, irgendwie glaube ich an Schicksal, aber irgendwie musst du auch bereit für dein Schicksal sein. Und der liebe Gott kann dir auch ein Lamborghini schenken und du fährst gegen den nächsten Baum, bist tot. Mhm. Verstehst du? Mhm. Das heißt, es heißt nicht, dass Geld die Lösung für alles ist. Viele Menschen müssen durch diesen Struggle gehen, dass sie mit dem Druck klarkommen. Jetzt gerade Conor McGregor ist wieder das beste Beispiel. Ne? Der hat so viel Geld gemacht, hat die letzten 2 Jahre nur Scheiße erlebt. So, guck mal, der hat die größten Träume erreicht in seinem Leben, aber die letzten 2 Jahre waren wahrscheinlich die schlimmsten seines Lebens. Wahrscheinlich. Und das ist auch scheißegal, wie viel Geld auf dem Konto ist. Egal, weil sein Kopf war einfach gefickt. Sein Kopf war gefickt, genau. So. Und wenn du dann nicht dich fängst, wenn du dann nicht weißt, worauf es ankommt, und wenn du das nicht in deinem Leben gelernt hast, worauf es ankommt, dann bist du auch verloren. Ja. Also deswegen, das ist... Fact. Ja, Fact. Definitiv. Immer klarkommen, immer sein Ding machen, stabil bleiben. Ja. Feier dann, wenn du was erreicht hast, feier dann aber auch. Weil wenn du nicht sozusagen in dem Augenblick, wenn du zu lange zu verbissen bist und so und wenn du nicht loslassen kannst, dann du musst es auch, also der Trick dabei ist, dass du loslassen kannst. Mhm. Dass du genau weißt, okay, ich habe alles dafür getan, dass es das Richtige ist oder dass es gut ist, ich habe meine Arbeit getan, okay, und ab jetzt ist es das Schicksal, ab jetzt liegt es bei den Leuten. Weißt du, wir haben, das heißt nicht, dass du dich entspannst und auf deiner faulen Haut rumlegst, sondern null. Du hast sehr viel reingesteckt. Sobald die Arbeit getan ist, ist es eure Schuld, wenn es nicht läuft. So, blöde gesagt. Auf nett gesagt. Du hast es nicht mehr in der Hand dann. Es ist eure Schuld. Wenn ich nicht mit dem nächsten Song Platin gehe, es ist eure Schuld. Aber nicht, weil ich euch die Schuld gebe. Meine Arbeit ist getan. Und ich habe alles dafür getan. So, ich kann nur eine Sache sicher sein. Keiner tut mehr für die Musik. Keiner tut mehr für die Sache, keiner ist mehr im Studio, keiner macht sich mehr Gedanken. Wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es eure Schuld. Hm. Weil dann habt ihr nichts dafür getan. So, auf blöde gesagt. Ja? Oder der liebe Gott will nicht, dass es so ist. Hm. Fertig aus, weiter. So, dann kannst du nichts machen, außer wieder von vorne anzufangen.